Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. EWO Game Over kommt heute endlich auf meinem Kanal. Ich habe richtig Bock drauf und es ist der erste Pay-Per-View, den ich nicht alleine geplant habe, sondern natürlich mit Mark Barrett, mit dem Delta und mit dem Hergi. Wir haben uns eine schöne Matchcard einfallen lassen, ein paar Dinge wissen die drei selbst noch nicht, was ich mir noch einfallen lassen, aber auf jeden Fall wird das heute ein sehr, sehr toller Tag. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe auch, ihr habt richtig Bock drauf und möchte auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, wenn ihr heute zum ersten Mal auf meinem Kanal seid und ihr wollt hier beim Evoverse mitmachen, dann schaut euch mal dazu das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr nämlich ein Tutorial, in dem alles erklärt wird, wie euer Charakter zusammengestellt sein muss. Diese ganzen Bedingungen muss euer Charakter erfüllen, um hier hinzugefügt zu werden. Kommt dazu am besten auf meinem Discord-Server vorbei, der Link dazu in der Videobeschreibung, denn dort erfahrt ihr direkt, ob euer Charakter im Prüfungsverfahren aufgenommen wurde, ob er zugelassen oder abgelehnt wurde. Gerade wenn er abgelehnt wurde, ist es natürlich sehr, sehr interessant für euch zu wissen, denn dort sind nämlich die ganzen Dinge aufgelistet, gegen was euer Charakter bei den Teilnahmedingungen verstoßen hat. Jetzt würde ich aber sagen, wir stürzen uns hier in diesen wunderbaren Pay-Per-View und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich habe selbst richtig Bock drauf und bin auch echt ziemlich gehypt, weil es einfach auch mal was ist, was es jetzt so in den ganzen Staffeln Evoverse seit 2K18 eben noch nicht gab. Also, dann lassen wir es mal krachen. So, und da kommen wir zum ersten Match. Das ist ein Intercontinental Extreme Rules Elimination Championship Match. Mit dabei sind der Kin Medaro, der Murdoch, Champion Baron Corbin und dann, weil nicht nur die von der EWO gesagt haben, hey, Delta hat eigentlich schon eine Rückmatch-Chance verdient, weil er wurde kein einziges Mal gepinnt und deswegen habe ich mich der Menge quasi angeschlossen und wir haben den Delta in dieses Intercontinental Championship Match mit hineingebuckt. Das könnte auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache werden, vor allen Dingen, weil Extreme Rules Elimination Match hatten wir so noch nie gesehen. Also dann schauen wir mal, wer sich hier in diesem Match durchsetzen kann und selbstverständlich werdet ihr hier zum Anfang auch hier die Entrance sehen. Also, weil man soll ja natürlich auch mal sehen, wie diese EWO-Arena, die ich extra gebaut habe, EWO Game Over so aussieht. Also, dann würde ich sagen, wir stürzen uns jetzt direkt mal rein. So, und da sind wir in der Game Over-Arena. Ich hoffe, sie gefällt euch. Sehe sie jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Ich habe die nie getestet. Und ja, da kommt auf jeden Fall der gute alte Delta zum Ring. Im Hintergrund habe ich mir überlegt, als Wasserzeichen sieht das eigentlich ganz geil aus, wenn ich so dieses EWO Game Over Logo noch hinten drauf klatsche. Gut, jetzt mit diesen ganzen Schriften kommen, sieht es ein bisschen komisch aus, aber so im Hintergrund finde ich es eigentlich schon ganz cool. Hat Wiedererkennungswert, Leute. Auf jeden Fall, Delta auf dem Weg zum Ring. Ich würde aber sagen, da wir ihn, obwohl, nee, wir warten jetzt mal ab, wenn man mal so den Walk zum Ring von ihm dann sieht. Eieiei. Da hat er sich gerade ein Haar rausgerupft oder was? Oder ein Fussel von dieser Matte. So, da sehen wir ihn im Ring angekommen. This is awesome, würde ich mal sagen. So, dann gehen wir mal weiter. Who's next? Oh, da steht schon einer und ist am Brennen. Das ist der Murdoch. Murdoch ist am Ring angekommen. Beziehungsweise am Ring. Auf der Stage. Hat sich auch hier farblich extra hier für EWO schon vor der Staffel schick gemacht. Extra schwarz-rot getragen. So, jetzt sieht man mal den Ring aus der Perspektive. Mit dem EWO-Logo und dem Wolfpack. Pfoten, nenne ich es jetzt einfach mal. Wolfpack in the house. Introducing the challenger from Italy, weighing in at 318 pounds, Mortis. Murdoch. Ja, auch bei ihm warten wir natürlich, bis er beim Ring angekommen ist. Auch wenn sein Walk jetzt ein bisschen länger dauert. Aber ich denke mal, gerade im ersten Match können wir das mal machen. Damit man den Ring möglichst aus vielen Perspektiven sehen kann. Ja, das oben sieht schon cool aus. EWO Game Over. Ja, für den einen oder anderen,
die jetzt noch nicht so lange Wrestling-Fans sind. Es gab tatsächlich auch mal in der WCW damals ein Pay-Per-View, Sold Out, der wurde auch von der NWO geplant und veranstaltet. Und aufgrund dieser Tatsache müssen wir als EWO natürlich nachlegen, auch im Evoverse sowas mal bringen. EWO Game Over ist also on the line. Ich hätte vielleicht unten statt dem EU2KTV-Logo hätte ich noch das EWO-Logo hinmachen können. Das wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. Aber ja, das ist jetzt nur Meckern auf allerhöchstem Niveau. So, Murdoch auch angekommen. Und dann kommt der Nächste. Und das ist Kin Medaru. Dem jetzt auch mal natürlich hier seinen Weg zum Ring. Warum ist eigentlich hier dieses Stage unten der Dings grau? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das sollte eigentlich nicht so sein. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel mit erstellten Dingen hier. Und deswegen ist das jetzt etwas verbuggt, aber gut, damit können wir leben. Weil so grau habe ich es definitiv nicht eingestellt, das kann ich schon mal sagen. So, Kin Medaru. Unser Quoten-Japaner oder Quoten-Asiate hier im Evoverse. Na, hat er sich schon gut überlegt, wie er das so zusammengestellt hat. Draußen schon Murdoch und der Delta. Und wir warten selbstverständlich noch auf den Champion. Den Mann, der hier, dem wahrscheinlich keiner den Sieg gönnt. Game over. Und da kommt er. And he loves to cause chaos. Some of the best observations you've ever made, Byron Saxton. Thanks, Corey. Und Corbin breitet die Arme aus. Ich würde sagen, Corbin können wir eigentlich überspringen, oder? Corbin interessiert ja keiner. Ach man, aber trotzdem, das ärgert mich hier mit dem Boden, dass der so grau ist. Aber gut, ändern kann ich es jetzt sowieso nicht mehr. Ja gut, komm, Corbin überspringen wir. So. Darum geht's. Wie gesagt, das Ganze mit Elimination. Da wird der Gürtel hochgeladen. Und wir hoffen natürlich, dass ja Extreme Rules ordentlich dann zur Geltung kommen wird. So, Kin Medaru gegen Delta. Delta hat momentan die Oberhand. Baron Corbin mit Murdoch. Ja, Kin Medaru noch nicht ganz so im Match. Ah doch, das war jetzt der Fehler von Delta. Aber da kommt wieder der Reversal. Und der befördert Kin Medaru erstmal nach draußen. Genauso auch Baron Corbin wird von Murdoch rausgeschmissen. So, Kin Medaru hat jetzt die Nase voll vom Delta. Was macht der Ringrichter denn? Hey, was macht der Ringrichter? Ach, und das Ganze ist sogar noch False Count Anywhere, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Dann bin ich ja mal gespannt, ob diese Matchup funktioniert. Oh, jetzt Delta kommt in den Backbreaker von Baron Corbin rein. Und Kin Medaru kümmert sich um Murdoch. Man kennt sich noch von NXT TXM BCW. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden im gleichen Roster waren, aber man ist sich definitiv mal begegnet, würde ich mal behaupten, in einem Rumble-Match. So, Baron Corbin muss jetzt gegen den Ringpfosten. Erster Pinfall gegen Kin Medaru, das reicht noch nicht. Ja, dass die Ringpfosten weiß sind, ist eigentlich auch ein Fehler. Das ist genau wie, ihr seht es ja, hier die Stage, dass die grau ist. Die sollten eigentlich auch eine andere Farbe haben. Ich vermute mal, das liegt vielleicht daran, weil die einfach wirklich zu viel erstellt ist, weil dann auch die erstellten Wrestler dazu gekommen sind. Aber wenigstens sieht der Ring normal aus, so wie ich ihn eingestellt habe.
So, Baron Corbin schnappt jetzt den Delta. Aber das dauert zu lang. Jetzt trifft er Murdoch und den Delta. Und jetzt geht auch Murdoch auf den Delta drauf. Und da kommen die Waffen ins Spiel. Der holt tatsächlich eine Leiter, warum auch immer. Und Curbstorm von Kim Medaro gegen den Murdoch. Oh, Delta scheint einen Superplex nach draußen zu zeigen gegen Baron Corbin. Und RKO gegen Murdoch. Und Murdoch kommt aber nochmal raus. So, jetzt schauen wir, ob Delta noch den Corbin pinnt. Ja. Ringrichter geht nach draußen. Eins, zwei. Und Baron Corbin ist raus. Der Champion ist raus. Wir sehen auf jeden Fall einen Abonnenten heute als Champion. Und da ist der RKO gegen Delta. Oh mein Gott, Kim Medaro. Reicht das? Eins, zwei. Nein, Delta kommt nochmal raus. Da denkt er sich auch nicht auf dem IWO-Logo. So, und Delta hockt sich erstmal auf den Boden. The WWE Championship is on the line. So, oh, da gibt es den DDT auf den Hallenboden von Kim Medaro. So, Delta wieder auf den Beinen, der schmeißt jetzt Kim Medaro in den Ring. So, jetzt der Tritt. Aber Reversal von Kim Medaro. This one's about heart and determination, the will to win and leave here tonight as the Intercontinental Champion. When this guy's on, so, die Leiter ist auch wieder weg. Und der nächste RKO gegen Delta. Und jetzt hat er Glück, dass Murdoch irgendwie den Spinebuster gegen Kim Medaro zeigt. Jetzt will er doch abstauben. Eins, zwei, aber Delta wieder mit dem Kickout. Ein geborener Champion, der Mann. So oft wieder hier am Auskicken ist. Oh ne, ich glaube, das war's jetzt aber dann doch. Nee. Eigentlich dachte, das ist ein Finish oder so von ihm. Oh, Delta jetzt gegen Murdoch. Jetzt steigt. Nee, was macht Kim Medaro denn? Oh, Murdoch, holt er sich eine Waffe? Anscheinend die Leiter. Ja. Die Leiter ist echt das Dümmste, was du in so einem Match hier machen kannst. Das war jetzt richtig gut. Dann wollte er sich die Leiter schnappen. Obwohl Kim Medaro noch steht. Jetzt befördert ihn erstmal in die Ringecke. Und da kriegt er die Beine hoch. Aber trotzdem wieder der Kick von Kim Medaro. Und das sieht nach dem nächsten Curbstomp aus. Und die Platzwunde bei Delta. Und ich habe nie kein gutes Gefühl. Pinfall. Eins, zwei. Delta nochmal mit dem Kickout. Ey, was der hier alles am Einstecken ist. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt will Murdoch ihm. Oh mein Gott. Wie gut war das denn? Da wollte Murdoch Delta den Finisher verpassen an der RKO. Aber der kommt nochmal raus. Oh, und jetzt unterbricht Kim Medaro hier den Pedigree von Delta. Aha, alles klar. Delta eliminiert den zweiten Murdoch. Nach was war das denn? Das war doch gar nichts. Ja, dann schauen wir mal. Jetzt hat Delta definitiv den Sieg verdient. Zwei Leute eliminiert. Und bestimmt aus vier Finishern ausgekickt. Oh boy,
So, da gibt's hier Running Neckbreaker auf die Leiter und Pinfall. Ah, Kickout von Kin Medaru. So, der Kick und da kommt Kin Medaru raus. Und der Reversal. Das ist echt spannend hier gerade. Oh, jetzt wieder ich dachte, das ist ein Einroller. Oh je, nächster Curbstorm. Ich denke mal, das wird es jetzt gewesen sein. Außer hat ein Widerstand. 1, 2. Ne, das war's. Kin Medaru ist der neue Intercontinental Champion. Auch wenn hier der Delta eine fantastische Leistung abgeliefert hat. Aber irgendwann ist dann wahrscheinlich auch die Energie an ihren Grenzen angekommen und Kin Medaru krönt sich zum neuen Intercontinental Champion und erhält dann den Gürtel hoch. Herzlichen Glückwunsch an den Berlin Bulldog zu diesem Erfolg. Weil ich mal schon sagen muss, Delta hat es eigentlich verdient gehabt hier nach diesen ganzen Kickouts und selbst zwei Eliminierungen. Na gut, also Kin Medaru, neuer Intercontinental Champion. Das ging ja eigentlich mal ruckzuck, nachdem er im Hauptroster angekommen ist, beziehungsweise bei Raw angekommen ist. Hauptroster, es gibt ja nur noch Hauptroster. Das ist schon wieder die falsche Argumentation. Wenn ich das jetzt so sage, sagen wieder total viele, ich spiele in der B-Show oder so. Das ist ja gar nicht so, Leute. Also, dann gehen wir mal zum nächsten Match. So, und wir kommen zu einem Rivalitätsmatch, denn dadurch, dass wir jetzt natürlich hier einen reinen Raw-Pay-Per-View haben, haben wir auch endlich mal Zeit, uns um die Rivalitätsmatches zu kümmern. Also, wir sehen hier dann heute Elias trifft auf den K-Dog und dann bin ich mal gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Wir sind natürlich heute alle Team K-Dog. So, und mal wieder in der Arena angekommen. Byron, I'm not gonna ask you this question, because you're not cool enough, but I'll ask Graves. Graves, are you ready? Turn off the light. Und da kommt Elias. Negative Ghost Rider. Der Drifter. Hello, I'm Elias. Na komm, aber wir gehen dann direkt bei den realen Wrestlern, gehen wir mal weiter und warten auf den K-Dog. Und da ist er. Der Mann mit dem Klaum auf dem Oberteil. Und leider wieder ein verbuggter Boden. Was willst du machen? Schade, schade, schade. Das ist dieser Grafikglitch, die perfekte Ausgabe kaputt macht. Oder hier Grafikbug können wir es nennen. So, K-Dog im Ring angekommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wer sich hier in diesem Rivalitätsmatch durchsetzen kann. Gestern haben wir tatsächlich erlebt, dass sich jemand eine Verletzung zugezogen hat und von den Ärzten abgeholt werden musste, der Michael Masters. Mal gucken, ob das heute außen der Fall ist, weil ich glaube, K-Dog hat ja auch eine Verletzung. Vielleicht passiert da in der Richtung irgendetwas. Na, da fällt er noch nicht um. Auch wieder der Reversal von Elias. Und da gibt's die Powerbomb gegen Elias. I don't know, das scheint schon ein Signature gewesen zu sein. Pinfall. 1. Ne, Kickout. Das reicht dann doch noch nicht. So. So, ich hoffe, man hat den Cut jetzt nicht bemerkt, denn bei mir hat das Telefon geklingelt und deswegen musste ich mal gerade Pause drücken. Aber ich glaube, in Vergangenheit haben wir das ja ganz gut hinbekommen, dass es eigentlich nie aufgefallen ist. Wenn ich nichts gesagt hätte, jetzt keiner gemerkt. So, Elias
hat jetzt langsam wieder ein bisschen die Kontrolle im Match. Ja, komm, sage es, mit Kontrolle übernommen. Kommt Kate aber doch wieder Elias mit dem Reversal. Und Pinfall. Aber da kommt er nochmal raus. Und jetzt spielt er hier Luftgitarre, Elias. Das ist ja cool, das kenne ich gar nicht. Und, oh, da wollte er ihn mit einer Closer nach draußen befördern, aber K-Dog duckt sich und jetzt zeigt er auch mal hier, Junge, guck mal, was ich hier für Muckis hab. Und jetzt geht's für Elias in die Ringecke. Ja, Pinfall, aber das wird sowieso noch nicht reichen. Oh, Elias, da kommt der Drift Away. Gegen K-Dog reicht das. Der kam auf jeden Fall jetzt out of nowhere. Eins, zwei, nein, Kickout. Kickout von K-Dog. Nächster Pinfall-Versuch, aber das wird auch noch nicht reichen. Ja, Kickout bei 1. Da greift er vorbei, aber trotzdem trifft er ihn noch. So, jetzt geht's wieder in die Ringecke und da kommt er mit der Clothesline von hinten. Aber Elias stößt ihn wieder weg. Das war jetzt mein Hund, der hat gebellt. Falls man es gehört hat, aber ich glaube ja. Oh, und jetzt gibt es den Pedigree gegen Elias. Und der hat Schmerzen. Der steht auch direkt wieder auf. Wie kann man denn auf dem Pedigree direkt wieder aufstehen? Was ist denn jetzt? Okay. Da sagt er nochmal, er soll aufstehen. Und da ist das Comeback jetzt vom K-Dog. Oh, Reversal. Elias kontert da den Signature von K-Dog, aber trotzdem, er stemmt ihn nochmal nach oben. War das ein Signature? Eins. Nee, auf gar keinen Fall, dann wäre das weitergegangen. Elias wieder mit dem Reversal. Ja, so langsam geht's hin und her hier. Was ist mit meinem Hund jetzt los auf einmal? So, ich muss da mal nachschauen. Tut mir leid, wenn ihr da jetzt einen Break sehen solltet. Aber das geht gerade nicht anders. Irgendwas ist da oben los. So. Und jetzt gibt's den Boston Crab gegen Elias. Aber da ist direkt Rope Break. Oh, jetzt gibt's einen unfairen Pinfall. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ja, Kickout bei 1. An sich aber kein verkehrtes Match, was ich bis jetzt so wahrgenommen habe. Ich war eben ein bisschen abgelenkt durch das Rumgebälle. Oh, und ich glaube, das ist jetzt die Entscheidung. Das ist der nächste Drift Away. Und jetzt wird Elias wahrscheinlich den Sack zumachen. Eins, zwei, nein, Kickout von K-Dog. Es reicht immer nicht. Und Elias kann es nicht glauben. Zweiter Drift Away, der nicht zum Erfolg führt. Und jetzt ist die pure Verzweiflung bei Elias da. Macht das Ringpolster ab. So. Jetzt auch er wohl mit dem unfairen Pin. Der Ringrichter ist auch schon blind, oder?
Wieder Reversal von K-Dog. Clothesline. Ricochet repariert das Polster wieder. Oh, und das gibt den Chokeslam gegen Elias. Und wieder der Reversal. Kick geht schief. Alles klar, die Ringseile. Und jetzt soll es den Finisher geben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann ausreichen wird. Das sieht gut aus. Nächster Pedigree. Und diesmal steht er nicht auf. Und jetzt sehen wir mal. 1, 2. Und das war's. K-Dog setzt sich hier gegen Elias durch, nachdem er 2 Driftaways sich eingefangen hat. Glückwunsch dazu. Und jetzt gibt's wohl nochmal eine Animation. Doch nicht. Ich dachte, es gibt eine Animation. Eieiei. Sieht schon beängstigend aus, oder? Phantom der Oper. Das wäre eigentlich mal ein cooles Gimmick. Einer mit so einem Hut und so einer weißen Maske. So nur zur Hälfte. Ja, K-Dog setzt sich auf jeden Fall hier in diesem Match durch. Aber schade, dass wir keine Animation gesehen haben oder so eine Videosequenz. Obwohl es ja, wie gesagt, eine Rivalität ist. Es kommt ja eigentlich normalerweise immer. Aber gut, auf jeden Fall. Wir sehen hier ein paar Veränderungen hier bei den Stats. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zum nächsten Match. So, und wir kommen zu einem Tag-Team-Match zwischen den Black Spades und der EWO. Und es ist bewusst kein Championship-Match, denn es ist ja eine Rivalität entstanden zwischen den Black Spades und der EWO. Allerdings, warum das so war, wusste keiner. Das wurde sogar von Zuschauern gefragt, warum jetzt plötzlich die Black Spades mit der EWO eine Rivalität haben, die ja vorher nie was miteinander zu tun hatten. Es gab auch irgendwie keinen Hinweis in den News dazu. Auf jeden Fall ist es so, wenn die Black Spades heute gegen die EWO gewinnen sollten, dann bekommen sie auch ein Championship-Match. Weil eigentlich vom Rang her, den sie im Championship-Ranking haben, hätten sie das so gesehen überhaupt nicht verdient. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, okay, die Black Spades kriegen heute bei EWO Game Over ein Match. Allerdings müssen sie sich dafür erstmal, wenn sie ein Tag-Team-Championship-Match wollen, in diesem Match heute beweisen. Dann legen wir mal los. So, und dann sind wir in der Arena angekommen. Und die Black Spades kommen. Finde ich gut, dass oben das EWO-Logo ist, wenn die Black Spades zum Ring kommen. Aber das Logo muss ja weggehen, weil eben, wo wir Elias gesehen haben, war das Logo ja auch weg. Also muss das irgendwie mit speziellen Lichteffekten zu tun haben. Aber frag mich jetzt nicht, woran das liegt. Ja, auf jeden Fall, wir sehen es hier nochmal. Und da kommt der Knabenchor. Oh, guckt euch das an. BDG. Steht jetzt auf der rechten Seite. Und hat den Arm durch die Jacke. Das ist auch interessant. So, Hallel. Wild Harlequin. Und als Manager der BDG. Eigentlich müsste ja der BDG in der Mitte stehen. Ich glaube, das ist aber was, was ich schon längere Zeit bei diesem Stable immer erwähne, aber es immer vergesse umzustellen. Ja, dann gucken wir auf jeden Fall nochmal und warten, bis die im Ring sind. Obwohl, eigentlich können wir es skippen. Weil das ist ja keine Einzelentrance. So, und da kommt das Wolfpack. Back at top. Und da hat sich der Delta schon umgezogen. Und hat Hergi meinen Platz eingenommen in der Mitte. Ja, sehr schade, dass das mit dem Titel nicht geklappt hat für Delta. Auch wenn er der Sieger der Herzen ist in diesem Match. So, das sieht auf jeden Fall schon cool aus hier. Das Wolfpack und im Hintergrund schön NWO und Game Over. The hosts of the Pay-Per-View. Hallel macht, dass du fortkommst. Genau, geh einfach durch. Einfach durch alle durchgehen, Delta. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Match hier. Schauen wir, ob die Black Spades sich hier beweisen können. Der neue Harlequin auf jeden Fall. Both legal men are in the ring and set to start things off here. We're ready to go.
Ja, es geht schief. Hergi mit dem Reversal, aber auch da der Reversal von Harlequin. And the tie-up, make no mistake about it. This is all about skill, determination and power. Jetzt gibt's hier mal ein bisschen Kettenwrestling. No one's backing down here. What an impasse. Belly to belly von Harlequin gegen Hergi. Und dann geht's mal in die Ringe zu Halle, der ja ordentlich reingeschissen hat im Match gegen Mark Barrett. Allein deswegen haben die sich eigentlich schon dieses Championship-Match gar nicht verdient, weil Halle total der Versager war in diesem Fight. So, Hergi rollt sich erstmal raus. Und jetzt gibt's den Wechsel mit Halle. Der Kick geht erstmal schief. Und Halle macht ja genau da weiter, wo er aufgehört hat gestern. Beziehungsweise vorgestern war es. So, jetzt kommt der Barrett ins Spiel. Das ist der, der Halle schon hingerichtet hat. Und der wird sich freuen auf dieses zweite Tänzchen. Aber jetzt kommt Halle mal mit dem Reversal. Halle hat jetzt schon mehr gezeigt als in dem Einzelmatch zwischen den beiden. So, Leg Drop. Oh, Spinebuster mit Pinfall. Aber oh, das wird noch nicht reichen. Weil gegen Halle weiß man nicht. Jetzt kommt mal der Uppercut, die Befreiung von ihm. Ah, gibt Barrett sowieso noch nicht auf. So, schneller Power Slam. Und wieder Reversal von Barrett. Reversal von Halle. Mit den Kicks. Aber wieder der Reversal von Barrett. Und der Kick geht wieder schief. So, jetzt gehen wir wieder in die Ecke zur EWO. Oh, Elbow Drop in den Rücken. Da wird der Hot Tag unterbrochen. Halle ist echt wieder nur am Reinscheißen hier in dem Match. Und jetzt gibt es mal wieder die weitere Demütigung für ihn. Und jetzt gibt es einen Superplex nach draußen. So, der sitzt mal ordentlich. Jetzt schauen wir mal, ob er den in den Ring zurückgerollt bekommt. Und er sagt, Barrett, steh auf. Und jetzt verpasst er ihm draußen noch eine. Ne, doch nicht. Ich dachte, er wird jetzt noch seinen Finish oder sowas draußen zeigen. Jetzt mal der Reversal von Halle. Oh, jetzt ist die Platzwunde da bei Barrett. Da läuft er gegen den Ringpfosten. Ha, Halle ist aber schon effektiv. Das muss man schon sagen. Und jetzt scheint er... Nee, er wechselt immer noch nicht mit Harlequin. So, jetzt geht's in die Ecke zu Harlequin. Clothesline sitzt. Aber wieder der Reversal. Und jetzt gibt's den Hot Tag mit Harlequin. Da ist der Reversal von Barrett.
Also jetzt gibt es wahrscheinlich den Wechsel und Hergi wieder, ja. I agree with your earlier point, Michael. There's nothing like the bright lights of a WWE pay-per-view. But there's also nothing like the pressure of competing. Jedes Rutschmanöver hier vom Harlequin geht schief. Nächster Uppercut. Yeah, but a win. Now that could be career changing. Think about it. Picking up a win while the entire WWE universe is watching. Oh, das geht wieder schief. Aber das geht auch schief. Und Pinfall. Ja, Kickout. Oh, Oldschool von Hergi, das haben wir ja lange nicht mehr gesehen. What you were saying before, Byron, was spot on. WWE pay-per-views today. Oldschool! But did he go for it too early? Und da soll der Finisher folgen. Guck ich das mal an, die Black Spades sind auch große Fans hier von der EWO. Die haben nämlich alle schwarz-rot. So, Pinfall gegen Harlequin. Aber die Unterbrechung von Hallel und dafür fängt er sich jetzt eine, aber Hallel mit dem Konter. Und Reverse wieder von Hergi. Also es sieht für die Black Spades wirklich nicht so gut aus. Wirkt etwas kontrollierter hier von der EWO. Oh, da kommt jetzt immer mal der Running Big Boot. Und wieder Reverse von Hergi. Was macht er denn gerade gebissen? Es geht auf jeden Fall wieder zur EWO in die Ringecke. Und jetzt gibt es die Tritts gegen den Harlequin. Jetzt der Drive-Kick in die Ringecke. Nächster Pinfall. Aber wieder ist Hallel da. Und auch BDG mischt sich jetzt ein. So, Hallel erstmal nach draußen befördert. Und Barrett, oh, da sollten die Pop-Up-Powerbomb folgen. Aber Hurricanrana vom Harlequin. Ja, da braucht Hergi gar nicht eingreifen. Da kommt Barrett vor 1 schon raus. Nächste Clothesline. Und wieder der Pinfall. Und diesmal hat Hergi aufgepasst. Aber das hat noch nicht gereicht hier. Und der Spear geht auch schief. DDT von Harlequin. Und plötzlich sind die Black Spades auf einem guten Weg. Hey, wieder der Reversal von Barrett. Schön gemacht. Nächster Pinfall. 1. 2, wieder der Kickout. Hä? Was war das denn jetzt? Wo ist denn Hergi eigentlich abgeblieben? Oh, jetzt schauen wir mal, ob der Harlequin vielleicht sogar aufgibt. Nee.
pace of a match, quite like this guy. No, he reverses it. Beautiful technique. Here he goes. Oh, ich glaube, das könnte jetzt eine Entscheidung geben, wenn Hallel jetzt nicht eingreift. Hier doch noch keine Entscheidung. Da greift er vorbei. Hottag auch wieder unterbrochen. Und jetzt darf Hergi wohl wieder ran. Und jetzt spielt Hergi mal die Luftgitarre. Hab beim Drifter gesehen, bei Elias vorhin. Ich dachte schon, es gibt wieder einen Boston Crab. Oh, wieder Reversal von Harlequin. Und jetzt wird er noch draußen gefördert. Und wieder noch drin. Oh, jetzt schauen wir mal. Sehen wir jetzt eine Entscheidung? Wieder der Kick von Barrett. Und jetzt sitzt aber die Powerbomb hier. Pinfall. Halle mischt sich nicht ein, den juckt's gar nicht. Eins, zwei. Oh mein Gott, wie knapp war das denn bitte? Harlequin im letzten Moment kommt der raus. So, jetzt wieder zu Hergi in die Ecke. Wieder der Wechsel. Jetzt gibt es zumindest mal ein bisschen Double Team Action. Sehr schön gemacht. Pinfall. Hallel juckt's wieder nicht. Ja, und das rächt sich damit jetzt. Ja, liebe Black Spades, damit seid ihr nicht in einem Championship Match. Weil ich muss sagen, wenn Hallel sich dafür nicht mal interessiert, jetzt am Ende noch zu unterbrechen, gibt es dann leider keine Argumente mehr dafür. Ja, EWO führt einfach mal die Black Spades vor, so lobe ich mir das. Und ja, dann können sich hier meine Jungs auf ihre nächsten Gegner konzentrieren. Wer das ist, werden wir natürlich so in der Entwicklung von Raw sehen. Kann mir aber schon vorstellen, dass das so in die Richtung der Wyatt Family geht, weil es ja auch ein bisschen passen würde, da ja auch Bray Wyatt den aktuellen Money in the Bank Koffer hat. Jetzt gucken wir uns mal gerade hier die Szene an. Hier die Too Sweet Geste. Ja, und dann gehen wir mal zum nächsten Match hier von EWO. Game over. So Leute, und wir sind jetzt in der Royal Rumble Arena. Und das hat einen guten Grund, denn wir werden jetzt uns einen 30-Mann Royal Rumble ansehen, wo Legenden dabei sein werden, wo reale Wrestler dabei sein werden, wo Abonnenten dabei sein werden. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, der Sieger von diesem Match, egal wer es wird, erhält einen Title Shot um den Universal Championship. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wer das ganze Ding hier rocken wird. Und ja, ich denke mal, gerade mit Abonnenten und Legenden heben wir uns ein bisschen jetzt auch von anderen Pay-Per-Views hier ab, wir von der EWO. Und er sagt ja schon, Game Over, und das startet jetzt. Und dann schauen wir mal, Chad Gable scheint hier Nummer 1 zu sein. Das kann ich auch sagen. Es sind sogar hier die Tag-Team-Wrestler dabei. So, mein Hund ist auch schon am Bellen. Kennt man ja heute als Hut in der Folge. So, auf jeden Fall Chad Gable. Wobei, das finde ich schon gut, wenn so ein Tag-Team-Wrestler, zumindest ein realer, die Nummer 1 gezogen hat. Komm, das können wir skippen. Dann warten wir auf die Nummer 2. Wer ist das? Oh mein Gott! Ja, Leute, er kommt. Goldberg, Goldberg,
Goldberg, Goldberg, Goldberg. Und was war? Goldberg ist also mit dabei. Wie kann es auch anders sein? Jemand mit NWO-Vorgeschichte als Legende darf natürlich hier nicht fehlen. So, wir lassen noch die Ankündigung laufen, das ist ja schließlich Goldberg. Das wird den Barrett freuen, dass der Goldberg die Nummer 2 ist. Ja komm, dann skippen wir jetzt mal und warten auf den Matchbeginn. Los geht's, Goldberg gegen Gable. Gable macht dich zur Legende und haul den Goldberg raus. Gable. Oh nein. Ja, Mann! Jeff Gable, Junge! Mach's gut, Goldberg! Geh nach Hause! Na, 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 na. Na, 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 na. Ey, gut. Bei Ricardo Valeska Jr., das ist natürlich ärgerlich. Wobei man sagen muss, Valeska Jr. Hat ja sowieso einen hohen Rang. Für den wäre es jetzt natürlich ganz so tragisch, wenn er das Match jetzt nicht gewinnen würde. Aber auf jeden Fall, dieses Match garantiert, egal ob man im Ranking oben ist oder nicht, einen zweiten Title Shot. Also wenn es jetzt Valeska gewesen wäre zum Beispiel, wenn der sowieso auf der 1 stehen würde oder so, dann hätte er einen zweiten Title Shot. Ich hoffe, das versteht jetzt jeder. Wenn jetzt mal auf der 7 ist oder so, bekommt er nicht zwei Chancen. Dann dauert das ja ewig. So, und BDG, die Nummer 4. Die schwarzen Spatzen. Dass die sich überhaupt noch hier reintrauen. So, aber er kümmert sich jetzt erstmal um Gable. Decades after the WWE helped revolutionize pay-per-view television, and we're still going strong. Only now, unlike back then. Here we go, number 5. Oh, wer ist die Nummer 5? Harper von der Wyatt Family. Und da ist er. Oh, und BDG ist raus. Ricardo Valeska Jr. eliminiert BDG. Tja, die schwarzen Spatzen. Läuft bei denen. Bestes Stable der Evoverse-Geschichte. Außer Jack White könnt ihr alle gehen. Außer Jack White könnt ihr alle gehen. Oh, was war das denn jetzt? Nummer 6, wen haben wir denn da? Bret the Hitman Hart, die erste Legende ist also da. Wobei wir da schon mal ausschließen können, dass Bret Hart hier wahrscheinlich gewinnen wird. The Excellence of Execution. Kümmert sich erstmal um Chad Gable. Oh, das geht schief. So, wer ist die Nummer 7? Finn Balor. So, jetzt schnappt sich hier Ricardo Valeska Jr. Bret Hart und eliminiert den Hitman. Ricardo Valeska Jr. schon mit 2 Eliminierungen, unter anderem eine Legende. Und jetzt Balor, dem hat das bestimmt gar nicht gefallen, dass man so respektlos mit einer Legende umgeht. Jetzt schnappt er ihn sich auch, macht ihn im Ringseil fest, nimmt aber keinen Anlauf, versucht ihn so zu eliminieren. Und Gable eliminiert Harper. Chad Gable ist auch schon mit 2 Eliminierungen. Wer ist die Nummer 8? Drew McIntyre. Oh, Gable jetzt gegen Valeska, aber da kommt der Reversal. So, haut er Gable raus oder schafft er das noch nicht? Ich glaube, Gable kann sich noch im Ring halten. Ja. Und Heath Slater, die Nummer 9. I got kids.
So, McIntyre mit Slater jetzt. Und Ricardo Velasquez Jr. von Chad Gable eliminiert. Damit sind es drei Eliminierungen für Chad Gable. Vielleicht wird es dann noch Finn Bella, glaube ich aber nicht. Diamond Dallas Page, die Nummer 10. Eine weitere Legende. DDP, DDP, DDP. Someone's gonna feel the bang. Also DDP vor diesem Mann habe ich so viel Respekt, vor allem wenn man sich mal anschaut. Und da haut er sogar Heath Slater raus. Der Mann ist über 60. Wie gut der einfach aussieht, wie gut der sich gehalten hat, das ist Wahnsinn. Und vor allem dann auch immer wieder, was ich sage, die ganzen alkoholkranken Wrestler, die er in sein Yoga-Programm aufgenommen hat. Und Kevin Nash kommt. Oh yeah. NWO ist in das und Diamond Dallas Page, nächste Eliminierung, der haut einfach mal Finn Bella raus. Und jetzt kümmert er sich um Gable. So, Kevin Nash gegen Drew McIntyre. Die zwei Big Men. So, wen kümmert sich Nash? Noch gar kein. Lex Luger, die Nummer 12. Dem ist ja gesundheitlich, ja, nach seiner Wrestling-Karriere nicht so gut ging. Der ist ja, glaube ich, mittlerweile auch im Rollstuhl. Wo man halt auch sagen muss, das ist natürlich auch die Konsequenz nach den ganzen Aufpushmitteln, die er genommen hat. So, und Luger zeigt da den Powerslam. Woku Hila. Woku Hila. Oh, Drew McIntyre. Und Diamond Dallas Page, dritte Eliminierung von ihm. Und jetzt kommt Rhino, Nummer 13. ECW, ECW, ECW. So, Luger gegen DDP, aber da gibt es den Reversal. Und Rhino gegen Gable. Dropkick geht schief. Lex Luger war ja damals auch eine richtig lustige Sache. Der war ja der Oberschönling. Der kam mit so einem silbernen Mantel. Tiger Black, Nummer 14. Mit einem silbernen Mantel kam der früher immer zum Ring. Und hat einen Spiegel da stehen gehabt, der sich immer in dem Spiegel bewundert. Und dann ist Hulk Hogan zur WCW gegangen. Dann hat die WWE natürlich, oder die WWF damals, gesagt, okay, wir brauchen einen neuen American Hero. Und plötzlich war Lex Luger, der von allen gehasst wurde, der neue Liebling, nachdem er bei einem Event Yokozuna mit einem Body Slam auf den Ringboden bringen konnte. Und ich glaube, damit hat er sich ein Championship-Match sogar gesichert. Und so schnell war Lex Luger vom Top-Heel zum Face gewandelt. Und King Booker kommt. Auch ein Mann mit WCW-Vergangenheit. Und Diamond Dallas Page ist eliminiert von Rhino. Okay, das ist jetzt Rhino, das überrascht mich. Und King Booker gegen Chad Gable jetzt. Und Tiger Black dreht auch mal voll auf. Der kümmert sich um Kevin Nash. Wer ist der Nächste im Bunde? Nummer 16, Curtis Axel vom B-Team. Oh, Tiger Black schnappt sich jetzt Rhino. B-Team, B-Team, go, go, go. Und Rhino ist raus. Nee, doch nicht. Rhino hält schon drin. Aber da ist dann eliminiert worden. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war. Oh, Chad Gable, Nummer 2. Hat schon mal lange gehalten im Ring. Rhino schnappt sich jetzt den Tiger Black. Und King Booker will seinen Finisher zeigen gegen Curtis Axel. Hat schon gegen seinen Vater gekämpft hier. So, jetzt Booker gegen Kevin Nash.
Booker T war ja auch mal Mitglied der NWO. Oh, und jetzt eventuell die Eliminierung von Kevin Nash gegen Booker. Nein. Aber Curtis Axel gegen Lex Luger. Und da... Nee, Lex Luger hält noch drin. Und Reza kommt, die Nummer 17 von AOP. Wer ist eliminiert? Wer ist raus? Ich hab's nur gehört, aber ich hab's nicht gesehen. Oh, Rhino, okay. Oh, Curtis Axel. Nee. Oh, und da ist, wer ist denn jetzt rausgeflogen? Ich habe nur gesehen, dass es hier Reza war, der einen rausgehauen hat. So, die Augen immer auf eine andere Ecke gerichtet sind. Wer ist? Alex Luger ist raus. Ich glaube, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, wenn ich den jetzt nicht unten gesehen hätte. Ric Flair, Nummer 18. Und Reza jetzt in Gefahr. Und Booker haut ihn raus und Ric Flair. So, Flair gegen Booker. Und, ne, Curtis Axel ist noch nicht raus. Ich sehe gerade, Reza ist auch eliminiert worden. Ich habe gar nicht gesehen, von wem das jetzt war. Hat sich gerade davon geschlichen. Aber das ist ja schon mal gut. Der erste von AOP ist weg und Tiger Black kurz vor der Sensation hier gegen Kevin Nash. Jetzt kommt Booker ihm zur Hilfe. Ne, Kevin Nash kann nicht nochmal retten. Bo Dallas kommt jetzt. Das B-Team also komplett im Ring. B-Team, B-Team, go, go, go. Das will ich jetzt sehen. Ich sag jetzt gleich B-Team und wenn ich dann go, go, go sage, dann will ich den Hashtag go, go, go sehen von euch. Also, wir machen das jetzt nochmal. B-Team, B-Team. Und jetzt seid ihr dran. Wer nicht mitmacht, hat das E-Verse nie geliebt. Und Scott Hall kommt und damit die Outsiders komplett im Ring. Und jetzt aber auch King Booker mit der Eliminierung gegen den Tiger Black. Und jetzt gibt's die Powerbomb gegen King Booker. So, jetzt haben wir tatsächlich zwei Tag-Teams im Ring. Die Outsiders und das B-Team. Und jetzt schauen wir mal, ob diese Powerbomb von eben ausreicht, damit Scott Hall King Booker eliminieren kann. Ja, kann er. Vorarbeit von Nash. Was machen die Outsiders denn da? Wer ist der Nächste im Bunde? Hank von Valo! Leute, das Debüt im Eververse von Hank von Valo. Da ist er. Und jetzt versucht Kevin Nash mit Bo Dallas Scott Hall rauszuwerfen. Who wants to walk with von Valo? Who wants to walk with von Valo? Ja, jeder, der meine Karriere geschaut hat, sollte Hank von Valo kennen. Und Ric Flair jetzt gegen Kevin Nash. Und Braun Strowman, die Nummer 22. Jetzt haben wir ordentlich Big Man Power hier drin. So, Strowman gegen Flair. Und von Valo gegen Scott Hall.
Oh, Strowman nimmt jetzt Anlauf und haut Ric Flair raus. Und jetzt Kevin Nash gegen Hank von Valo. Und da rettet irgendjemand gerade Braun Strowman. Der hatte schon die Position eingenommen, um die Jackknife zu kassieren. Und weiterhin Hall gegen Hank von Valo. Und Bobby Lashley. My man is Bobby Lashley. And he looks like money. He is money. Oh mein Gott, der schnappt erstmal Hank von Valo. Du Schwein. Lass Hank in Ruhe. Und Bo Dallas ist noch nicht raus. Voll im Ring geworden. So, Hank schnappt sich jetzt Bobby Lashley. Das ist sehr schön. Jawohl, Hank von Valo eliminiert Bobby Lashley, die alte Pflaume. Auf Wiedersehen. Und auch, oh mein Gott, das B-Team. Habt ihr das gesehen? Jetzt wird's leer hier. Scott Hall, Curtis Axel und Bobby Lashley eliminiert. Und auch Bo Dallas fällt seinem Teammember in den Rücken. So, und jetzt Hank gegen Kevin Nash. Und Apollo Crews hat die Nummer 24. Bo Dallas jetzt gegen von Valo. Aber da Reversal wieder. Und jetzt rettet... Nein! Bo Dallas eliminiert Hank von Valo. Buh! Du bist scheiße. Du bist scheiße. Komm, Strowman, hau den raus, Mann. Der hat das E-Verse nie geliebt hier, der Bo Dallas. Haut der eine Legende hier raus. So, Nash jetzt. Was macht Nash? Kümmert sich um Strowman. Und das soll jetzt die nächste Powerbomb geben. Gegen Strowman. Und da ist jetzt Bo Dallas raus. Apollo Crews mit der Eliminierung. Und jetzt Backsuplex von Nash gegen Apollo Crews. Und da kommt Sting und Kevin Nash mit dem nächsten Finisher. Da kommt Sting. Und selbstverständlich ist es der schwarz-rote Sting. Der Wolfpack Sting. Woo! Und der kümmert sich um Apollo Crews. Was hatte er mal volles Haar, der Stinger. Strowman gegen Nash. Wäre eine interessante Fehde tatsächlich hier. Und jetzt Strowman haut Nash raus. Auf Wiedersehen. Wer hat eigentlich Scott Hall rausgehauen? Ach, das war Strowman. Oh, Psycho Sid Nummer 26. Damit hat Braun Strowman die Outsiders eliminiert. Man kann sich jetzt mal direkt um Psycho Sid kümmern. Oder gibt es direkt mal den Big Boot. Reversal von Sid. Oh, Apollo Crews schnappt sich jetzt den Stinger. Geht schon nach draußen. Hey, es sieht noch nicht so aus. Und Akam kommt. Nummer 27. Psycho Sid starting to falter some. Well, he knew this was going to be a fight heading into this one. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point. But that can obviously all change here. What a strike. Max Handel finds the mark. Oh, Sid eliminiert Sting. Talk about luck of the draw. Das ist nicht best for business. Und Bobby Roode kommt, Nummer 28. Stimmt, habe ich schon ganz vergessen. Alles klar, der hüpft erstmal vorbei mit seinem Neckbreaker. Kann man bitte einer Akam rauswerfen? Ich akzeptiere jeden hier als Championship-Gegner, aber nicht Akam.
Wer ist denn mal 29? Oh, Strowman ist raus. Und Rob Hogan. 0815 live is in the house, Leute. Der Mann, der wahrscheinlich ins Performance Center zurück muss bei 0815 live. Feiert sein Debüt im Evoverse. Quatsch, Strowman ist gar nicht raus. Wer ist denn eben rausgeflogen? Ach, das war Akam. Sehr cool. Da habe ich mich ja ganz schön verguckt. Oh je, Apollo Crews gegen Rob Hogan. Jawohl, Hogan. 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 Und die Fans stehen einfach hinter ihm. So, die Nummer 30. Hogan schnappt sich Strowman. Und Luigi Maldini. Leute, und ich schwöre euch, ich habe... Oh, Hogan eliminiert Strowman. Luigi Maldini. Ich schwöre euch, ich habe das alles auf zufällig gestellt. Ich kann nichts dafür, dass Rob Hogan und Luigi Maldini als Nummer 29 und 30 in den Ring kommen. Meine Fun-Charaktere, beziehungsweise Luigi Maldini ist ja so süß, mein Fun-Charakter. Und Maldini schnappt sich Psychos Hit und... Nee. Das wäre natürlich jetzt die Story hier vom Evoverse. Nein, Hogan! Oh nein! Hogan hält sich noch drin. Hogan! Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt sein soll. Maldini oder Hogan? So, auf jeden Fall werden wir hier jemanden um den Titel sehen, den wahrscheinlich keiner auf der Rechnung hatte. Ich tatsächlich würde mich sogar freuen, wenn Psycho Sid wird. Oh, Maldini, kurz vor der Eliminierung von Apollo Crews, aber der kann sich mal befreien. Maldini. Buongiorno, nein! Psycho Sid eliminiert Luigi Maldini. So, damit Apollo Crews, Bobby Roode, Psycho Sid oder Rob Hogan. Jetzt könnte es gleich laut werden, hier fliegen gleich Flugzeuge an meinem Haus vorbei. Kampfjets. So, Hogan hat sich auf Sid konzentriert. Und jetzt schnappt sich Hogan Apollo Crews, nimmt Anlauf, jawoll, nein! Hogan. Standing shooting star press. Nein, lass Hogan am Leben. Lass Hogan am Leben. Nein. Oh Gott, nein, Rob Hogan ist raus. Okay, ich bin jetzt vollkommen für Psycho Sid. Bobby Roode, Apollo Crews oder Psycho Sid? Wer wird der Hauptherausforderer? Oh, Bobby Roode ist raus. So, jetzt Apollo Crews oder Sid? Wen sehen wir um den Universal-Titel? Sid müssten ein paar vielleicht noch kennen, die mal in Retroverse geguckt haben. Der hatte, glaube ich, eine Fehde mit Bam Bam Bigelow damals gehabt. Bam! Oh je, ich glaube, das war's jetzt für Psycho Sid. Mach den am Ringseil fest. Kriegt er ihn jetzt raus, den Psycho? Nein, noch hält er sich. Hm, was passiert? Nee, Psycho Sid, kann ich nochmal befreien. Legendäre Matches damals mit Shawn Michaels gehabt, Psycho Sid. So, jetzt gibt's nochmal hier richtig was auf die Ohren für Apollo Crews. Beziehungsweise auf den Rücken eher. Oh, da gibt's die Powerbomb. Ne, doch nicht. Schmeiß den weg, als wär's ein Film. Und Apollo Crews steht wieder. Und nein! Apollo Crews hält sich immer noch. Und Sid kann es nicht glauben.
Sid on display. What a poop. Nailed it. Psycho Sid. Jetzt aber nochmal eine Powerbomb. Oder ist das hier wieder dieser? Ja, jetzt gibt's die Powerbomb gegen Apollo Crews. That's what he was looking for, Michael. As Psycho Sid produced the end result. Und ich glaube, jetzt wird Crews eliminiert. Und wir sehen Psycho Sid. Yo, Psycho Sid hat also sich einen Spot verdient um den Universal Championship. Herzlichen Glückwunsch an diese Legende, Mann. Game Over macht's möglich. Game Over für Apollo Crews. Und Sid Vicious fährt also. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wann es passiert. WrestleMania will es wahrscheinlich nicht. Obwohl, wir können eigentlich WrestleMania machen, oder? Keine Ahnung. Da sprechen wir uns mal ab, wann Psycho Sid sein Championship-Match haben wird. Er will es auf jeden Fall bei WrestleMania haben, so wie das hier aussieht. Na gut, dann gehen wir zum nächsten Match. Und ein weiteres Rivalitätsmatch steht an. Jack White trifft auf Brock Lesnar, in Begleitung natürlich von Paul Heyman. Und Jack White wird hier von seinen Black Spades-Kollegen begleitet, die ja heute nicht so die gute Performance hingelegt haben. Aber wir lassen uns überraschen, wie dieses Match ausgehen wird. Vor allem bin ich mal wieder auf ein paar schöne Sequenzen gespannt, beziehungsweise hoffe ich, dass wir überhaupt welche zu sehen bekommen. Denn beim Match zwischen K-Dog und Elias war das ja leider nicht der Fall. Aber ich habe große Hoffnung, dass das jetzt passieren wird. So, und damit startet das nächste Rivalitätsmatch. Jack White gegen Brock Lesnar. So, Jack White auf dem Weg zum Ring. Halt, nein, das, was ist das? Das ist nicht Jack White, das ist Lacey Evans. Tja, was macht die denn hier? Was will plötzlich Lacey Evans? Tritt die jetzt etwa gegen Brock Lesnar an oder Jack White? Fragen über Fragen. Und die Antwort kennt wahrscheinlich nur der Wind. Der Wind, der Wind. So, ein kleiner Gag am Rande natürlich, weil Lacey Evans taucht ja in der Realität auch ständig auf und keiner weiß warum. Also haben wir das aber hier beim Evoverse EWO Game Over Pay-Per-View eingeführt. Jetzt sollte aber kommen Jack White. Außer ich hätte mir wieder so ein kleines Späßchen erlaubt. Wir sehen jetzt noch eine neue Person. So. Wir warten. Jack White, Jack White, bist du jetzt bereit? So, da kommen die schwarzen Spatzen. Die Black Spades. Und ja, da wird es angekündigt, wieder Hallil in der Mitte. Völliger Mumpitz. Lass uns auf jeden Fall mal hier die gute alte Jojo die Ankündigung machen. Aber ich denke auch, da ja diese Animation quasi, dieser Walk zum Ring, sehr ähnlich ist mit dem, was wir ja heute schon mal bei den Black Spades gesehen haben, können wir das jetzt einfach mal überspringen und warten auf Brock Lesnar. Aber eigentlich finde ich diese Rivalität schon sehr geil. Jetzt so quasi nach Motto, Jack White, der Unbesiegbare, der Evoverse Rocker von Staffel 2. Und wenn ihn einer besiegen kann, dann Brock Lesnar. Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. Ja, auf jeden Fall. Brock Lesnar. Lange nicht mehr im Evoverse gesehen. Schauen wir mal, ob The Beast wirklich Jack White besiegen kann. Wir überspringen das Ganze mal. Und warten auf den Matchbeginn. Es gibt keine Sequenz zu Anfang an. Und Lesnar schnappt sich direkt mal Jack White. Und das gibt jetzt eine Lehrstunde. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir müssten jetzt eigentlich immer Brock Lesnar loslassen, wenn hier einer im Evoverse in den Kommentaren total am Aufdrehen ist und sich für den Unbesiegbaren hält, dann lassen wir jetzt immer Brock Lesnar gegen ihn los. So, Jack White wird aber auf jeden Fall gerade wirklich ein bisschen zerstört. Ja, auch wenn er jetzt kontern kann, aber trotzdem wieder der Shoulderblock. Und White liegt auf dem Boden. Jetzt kommt trotzdem mal der Reversal. Und Lesnar rollt sich raus, geht auch wieder in den Ring zurück.
Oh, Max Suplex. Und White wieder mit dem Reversal. Aber ich muss bis jetzt sagen, ich bin zufrieden mit dem Pay-Per-View. Ich denke mal, da war jetzt nichts dabei, wo man sagen müsste, oh, da war ich mal enttäuscht. Matchqualität hat gepasst. War schon ganz schön. Wäre eigentlich auch eine Idee, dass wir vielleicht die Black Invasion sowas machen lassen. Dann kriegt die Black Invasion ihren eigenen Pay-Per-View. Müssten sie mir nur früh genug die Matchcard mitteilen. Weil ich finde, die Black Invasion ist schon so lange dabei. Ja, wir machen das jetzt so. Der SmackDown Pay-Per-View ist gestrichen. Die Black Invasion hat jetzt die Möglichkeit, sich für ein Pay-Per-View vorzubereiten. Denk mal, da muss ich jetzt nicht sagen, haut das mal in die Kommentare. Ich habe ja mit den Jungs von der Black Invasion auf Discord immer Kontakt. Müsst ihr euch mal selbst eine Arena und sowas bauen? Lade ich dann runter, beziehungsweise eine Show erstellen. Obwohl, eine Arena müsste reichen. Eine Arena, also ihr müsst euch eine Arena erstellen. Eine Black Invasion Arena. So, jetzt auf jeden Fall Jack White bringt Brock Lesnar zu Boden. So, jetzt geht's mal in den anderen Turnbuckle und Lesnar kommt hier mit dem hohen Knie angesprungen. Aber dann hätte ich auch gerne so einen coolen Namen, sowas wie Black Invasion, was weiß ich. Also den Beinamen Game Over. Also jetzt, ihr bekommt natürlich nicht Game Over. Ihr müsst euch da was überlegen, wenn ihr das so möchtet. So, Jack White wird von Paul Heyman abgelenkt. Und dafür gibt es jetzt mal den German Suplex. Oder die Nightmares. Oder ihr macht zusammen was. Weil eigentlich die Black Invasion... die Black Invasion hat sehr viel verdient. Aber wir können uns für die Nightmares ja auch noch was überlegen. Vielleicht schieben wir noch einen spontanen Pay-Per-View mit ein. Das habe ich jetzt gar nicht erst kommentiert, weil sowieso klar war, dass Brock Lesnar da rauskommt. So, und Jack White will seinen Finisher zeigen. Brother Jack gegen Brock Lesnar. Wird der gekontert? Sieht nicht so aus. Küsschen gibt's. Platzwund ist auch da, die habe ich gar nicht mitbekommen. Und Paul Heyman lenkt jetzt ab. Und ja, die anderen gucken nur zu. Weil so ein Nightmare Paper wird auch, da muss man die Arena so richtig krass aussehen. Spontan Pay-Per-View. So, Lesnar jetzt wieder. Ah, da kommt aber der Reversal von Jack White. Tatsächlich sieht es gar nicht so gut aus für Lesnar. Ja, kaum sage ich wieder was. Nächster Back Suplex. Also langsam müsste Lesnar noch mal ein bisschen was hier angesammelt haben an Finishern. Hier würde ich es ja noch cool finden, weil The Rock zieht ja auch seine Ellbogenschoner aus, wenn Brock Lesnar dann seine Handschuhe ausziehen würde. So, da gibt er natürlich nicht auf. Oh, ist das jetzt? Nee, das wird keine Entscheidung sein.
Das wäre es jetzt, wenn Brock Lesnar jetzt aufgibt. Aber es ist gar kein Aufgabegriff. So, mein Hund dreht gerade mal wieder durch. Und unfairer Pin gegen Lesnar. Oh, das war sogar fast die Entscheidung. So, jetzt The Beast. Der zweifelt, dann liegt denn der Stuhl da? Guck mal, der Stuhl steht auf der Seite. Da wollte er seinen Finisher zeigen, Brock. Und jetzt der F5. Nein, Jack White kontert. So, Glorious DDT gegen Lesnar. Und Kickout von Brock Lesnar. Jack White kann es nicht glauben. So, Lesnar mit dem Kick. Und ja, mit der Clothesline geht es für Jack White erstmal nach draußen. Und wieder der Reversal von Jack White. Als ob das schon ausreicht. Escapes trouble there. What a clothesline! Ouch! Double axe handle smash. Now the old vicious head crank. Look at the torque. Ja, irgendwie, ich glaube, so ein Beast brauchen wir doch nicht irgendwo anders hinschicken zu den Leuten, um die anderen K.O. zu machen. Das ist jetzt nicht so überzeugend, was Brock Lesnar hier zeigt. Aber auf jeden Fall, die Platzwunde jetzt auch bei Jack White. Da denkt er sich wahrscheinlich, ey, wenn ich einen Platzwunde habe, willst du auf jeden Fall auch einen haben. So, jetzt gibt's mal Suplex City. This is Brock Lesnar's chance, sagt Corey Graves. Und das war's. Brock Lesnar nach Suplex City besiegt er Jack White. Das kam dann doch jetzt out of nowhere. Aber so sah Brock Lesnar definitiv noch nie aus. Lesnar! Und Paul Heyman kommt dazu. Ja, und von den Black Spades kam nicht so viel. Alter, wie Lesnar aussieht, man. Das ist mal eine kleine Platzwunde. Brauchen wir, glaube ich, mal ein Pflaster hier. So, Leute, und wir kommen zum Universal Championship Match zwischen Evo 2K und Mr. Who. Das Rätsel ist immer noch nicht gelöst worden, wer denn unser Gegner ist in der heutigen Folge. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wer sich hinter dieser schwarzen Papiertüte verbirgt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Main Event. So, dann kommen wir zum Main Event. Leider mit der grauen Stage, da hat sich immer noch nichts dran getan. Und da komme ich in Begleitung von Hergi und Mark Barrett. Delta ist schon nach Hause gefahren. Hat genug betreut. So, auf jeden Fall. Die Champions vom Wolfpack, die Hosts von diesem Pay-Per-View. Genau der. Ich bin mal gespannt, wer wird gleich der Gegner? Mr. Who.
Ja, erstmal hier wieder Too Sweet. Endlich auch in diesem Ring. So. Genau, Barrett, zeig's nochmal. Die EWO, das Wolfpack. So, wen haben wir jetzt? Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist doch nicht etwa. Es ist The Shield mit Roman Reigns. Da habe ich euch erstmal getrollt. Da kam erstmal hier der Gong vom Undertaker. Und am Ende ist es gar nicht der Undertaker. The Shield is back im Evoverse. Seth Rollins, Roman Reigns und Dean Ambrose. Tja, wer von euch hätte damit gerechnet? Da bin ich mal gespannt auf jeden Fall in den Kommentaren, wer mit einem Shield Return gerechnet hat. Mit dem Comeback von Roman Reigns. So, die EWO versammelt sich aus. Und Roman ist back, Leute. Roman ist ab sofort wieder ein Bestandteil vom Evilverse. Und ich kann euch ja sagen, Roman Reigns ist auch derjenige, der dieses Match bestreiten wird. Dann schauen wir mal, ob er die Chance nutzen kann. Oder ob das Ganze schief gehen wird. So, jetzt gibt es mal hier die Shield-Faust. Oh mein Gott. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Match hinein. So. Ach, mal Rollins kurz gesehen und da kommt der Universal Championship eingefahren. Und würde sagen, da ist das Comeback von Roman Reigns, aus dem ich ja damals zum Abschied den Titel überlassen habe. Passt das Ganze doch sowieso ganz gut. Er hat seinen Titel auch nie verloren, also hat er seinen Rückmatch heute. Von daher, besser kann es doch gar nicht laufen. Und ja, beide Wenigkeit auf der anderen Seite. Damals noch als schwarz-weiße EWO. Oh, halten wir mal den Gürtel hoch. Ja, bin ich mal gespannt. Roman Reigns also. Pass gut drauf auf, Mann, Ringrichter. Brauchst ihm gar nicht so lang zu zeigen. Roman Reigns ist back im Evoverse. Und darum geht es. So. Ich skippe nix. Los geht's. Okay, alles klar. Roman. Direkt mal mit dem besten Start, aber Reversal von mir. Oh, wieder der Reversal von Roman. Oh, der war wichtig. Backbreaker. Bin mal gespannt, wo das mit dem Shield hingeht. Also ich persönlich glaube ja nicht, dass das nur One-Night-Only ist nach Fastlane. Ich denke mal, da wird es weitergehen. Und ich glaube sogar tatsächlich, dass das Shield das Match gar nicht gewinnen wird. Das wäre mir einfach zu offensichtlich schon alles. Oh, Roman wieder mit dem Reversal. Aber auch ich. Jetzt muss ich mal einen ganz kleinen Moment warten hier. So, Roman hat jetzt auch seinen letzten Reversal verbraten. Da steht die EWO. Nein! Oh, verdammt. Russian Leg Sweep. Nein! Oh, verdammt! Ja, Roman liefert. Oh Gott. Wer denn schon lachen?
habe gerade echt Probleme gegen den. So, Kickout bei 1. Der war jetzt schon. Ja, gut, ganz ehrlich, war der jetzt noch nicht, aber. Ach man, Roman wieder, ey. Nein, ich kann nicht wegrennen. Oh Gott. Ich überlege, was ich machen soll. Ich behalte lieber den Widerstand. Ich kann nicht kontern. Ich kann nicht kontern. Superman Punch, nein. Pinfall. Oh Gott, Alter. Ich muss ernsthaft den Widerstand schon benutzen gegen Roman. Es buggt rum. Es buggt rum. Was? Triple Powerbomb. Laber nicht. Bei allen habe ich sie rausgenommen, aber nicht beim Shield. Nein. Ich glaube, ich werde jetzt voll verlieren. Weil eine Disqualifikation gibt das nicht. Hallo, EWO-Mitglieder. Einfach mal eingreifen hier, wäre ganz toll von euch. Manager rausgeworfen. Rollins und Ambrose beide weg vom Fenster. Das ist super im Moment. The Shield komplett rausgeschmissen. Und oh Gott, danke. Er unterbricht das Cover. Holy shit, ey. Jetzt muss ich mal hier langsam kommen. Alter Schwede, ey. Zum Glück sind die rausgeschmissen worden. Da wäre ich niemals rausgekommen. Oh. Nein, Mann. Oh Gott, ich habe schon einen roten Oberkörper. Ich bin echt hier mega am Schützen gerade. So, einfach mal einen Roller. Ah, verdammt. Das wäre natürlich jetzt ein episches Ende gewesen. Nein! Nein, schon wieder. Das gibt's nicht. Oh, Roman zerstört mich hier mega. Soll man mal sagen, das E-Verse ist nicht spannend, wenn ich Matches habe. Oh je. Boah, ich habe zum Glück wieder einen Widerstand. Nein! Und den brauche ich wahrscheinlich jetzt. Oh, gekontert. Holy shit, ey. Oh Gott, ich muss echt mal gerade mich ein bisschen entspannen hier, mal weil wir auf die Beine kommen. Nein! Nein! Oh, der war wichtig. Shit Black City gegen Roman. Alter, was eine Schlacht. Ich habe schon eine Platzwunde, von der habe ich gar nichts mitbekommen. Müssen wir echt mal so langsam uns erholen hier. Noch mal ein bisschen was zeigen. Entschuldigung, dass ich nicht so viel rede, aber ich bin mich gerade so mega am Konzentrieren. Aber ich bin echt erstaunt, dass hier die KI direkt rausgeschmissen wurde nach der ersten Triple Powerbomb. Das kennen wir ja so gar nicht. Nein, verdammt. So, jetzt Buckelbomb gegen Roman. Oh, wenn ich jetzt Ausdauer hätte, wäre das so gut geworden. Oh Gott. Komm, steh auf.
Steh auf, Roman. So, schauen wir, ob das der Entscheidung. Oh, niemals. Roman hatte eh noch hier seinen Widerstand, seinen Payback. Ja, da ist er auch. Holy shit, was für ein Match. So, Back Suplex. Komm, einen haben wir noch. DDT gegen Roman. So, jetzt kommt Pinfall. Nein, Mann, das gibt's einfach nicht. Alter. Oh Gott, er kontert schon wieder. Nein. Jetzt schmeißt er mich raus. Aber ich habe jetzt auch noch Widerstand. Also wenn der Spear kommt, ich bin noch gerettet. Ich bin noch nicht komplett am kaputt gehen. Hallo. Aufstehen bitte. Ah, da kommt er. Ich komme nicht dran. Doch. Oh nein. Jetzt hat er einen Signature, Mann. Und einen Finisher. Oh je, oh je, oh je. Nein! Gott, das habe ich ja ewig nicht mehr gehabt hier, dieses Minigame. Oh, Roman dreht voll auf, Mann. Der kriegt alle drei durch, Mann. Nein, 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 nein. Nein! Okay, ich glaube, jetzt werde ich verlieren. Jetzt werde ich, glaube ich, wirklich richtig verlieren. Oh nein, der Spear von so einer Distanz, Mann. Alter, keine Chance, Mann. Da war nicht mal R2. Nein. Okay, Roman Reigns ist wieder Champion. Aber es ist okay für mich. Weil das hat auch enorm viel mit Impact zu tun. Wenn jetzt Roman heute verloren hätte. Und vor allem diese Szenen hier. Ja, Mann, ey, geiles Ende von EWO Game Over. Shake hands mit Roman Reigns. Welcome back, sage ich dann nur. Also wie gesagt, wenn Roman verloren hätte, das kann so eine geile Storyline jetzt werden hier, EWO gegen The Shield. Also, Roman Reigns ist wieder Universal Champion in einer ordentlichen Schlacht. Also ich denke, alle, die das Match jetzt geskippt haben, weil wahrscheinlich sowieso jeder dachte, ich gewinne. Warum ist ja nicht zweimal den Ambrose zu sehen? Alles klar, na gut, was soll's. Also Hergiatsch in Dean Ambrose transformiert. Dann gehen wir mal weiter. Tja Leute, und damit ist EWO Game Over Geschichte. Ich hoffe, dieser Pay-Per-View hat euch gefallen. Wir haben nur eine einzige News, das war die mit Kin Medaru. Auf jeden Fall, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ansonsten lasst meinem YouTube-Kanal natürlich mal gerne ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Jeden Tag um 15 Uhr eine neue Folge vom Community Universe, dem Eververse, wo ihr auch selbst dran oder drin mitwirken könnt. Ich habe es ja am Anfang vom Video gesagt, schaut euch dazu mal das Video in der Videobeschreibung an und erstellt euch einen Charakter anhand dieser Teilnahmebedingungen. Und ja, ansonsten lasst meinem Twitch-Kanal natürlich noch gerne ein Follow da, denn auf Twitch werde ich jetzt in naher Zukunft auch wieder viel, viel mehr streamen. Momentan dann noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber ich denke mal, ab spätestens nächste Woche wird das wieder ordentlich da zur Sache gehen. Mindestens 4 bis 5 Tage in der Woche wird es Streams geben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da auch ein bisschen supporten würdet. Ja, ich bin dann jetzt raus, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.